Naja. Ich weiß mal nicht, wie ich es machen soll. Ah, warte, ich habe doch vielleicht eine Idee. Man kann es ja mal versuchen. Nein, ich habe... Ja, okay, das ist jetzt mein Fehler. Da habe ich nämlich jetzt aus Versehen statt Springsteuerung gedrückt. Okay, die Rampe ist sehr kurz, alles klar. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier so lang gehen soll, aber ich mach's trotzdem. So, und jetzt weiß ich nur nicht, was mir das bringt. Das ist das Ding. Was bringt's mir denn, wenn ich auf die Rampe da komme? Muss ich echt komplett auf die andere Seite? Bin ich jetzt ernsthaft hier nur wegen dem scheiß Medipack? Wahrscheinlich. Boah, wie diese Arschgeier sich direkt um mich werfen, ey. Lass mich mal bitte in Ruhe. Geh den ganzen Weg hier eben nochmal nach oben. Na komm. Was denn das? Sehr gut. Okay. Ich bin zurück. Welt. Aber ich frage mich ganz ernsthaft, wo hätte ich denn hingesollt? Es gibt ja hier keine Möglichkeit, nach links zu springen. Oder soll ich einfach diesen Sprung hier machen? Aber warte mal, ich kann eigentlich theoretisch... Ernsthaft? Ernsthaft? Ich fliege einfach so weit darunter? Oh, du bist doch scheiße. Mann. Wieso bist du so kacke? Ja, meine Liebe, das passiert, wenn man sie nicht festhält. Okay. Okay, okay. Wir schaffen das. Wir beide hier. Dafür müsstest du dich aber trotzdem festhalten. Ohne Festhalten wird das heute nichts mehr. Und auch nicht runterlaufen, sondern rüberspringen, bitte. Ich mache hier geht die echt auf Matsch-Tasten nicht. Das ist schrecklich. So, jetzt mal hier speichern, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Weg hier zu laufen. Und dann muss ich es versuchen, irgendwie da springen, bitte. Muss ich es versuchen, da irgendwie
so zu landen. Und ja, das Ding ist, ich muss auf der letzten Rampe rückwärts landen. Nur, wie soll ich das denn machen? Das geht halt einfach nicht. Oh, ich hasse diese scheiß Rampen, ey. Mein immer ist kaputt. Ob ich den Sprung wohl schaffe, wenn ich einfach so darunter gehe? So schaffe ich diesen. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, warum ich mich umgedreht habe. Das war ein bisschen schwachsinnig, aber gut. Ich kürze wahrscheinlich gerade extremst ab, obwohl ich es eigentlich gar nicht machen soll. Ich versuche mal ganz kurz. Okay. Ich wollte nur gucken, ob das geht. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich so genau. Nein, wieso lande ich immer auf dieser blöden Kante? So, jetzt. Endlich. Wie gesagt, es war wahrscheinlich absolut der richtige Weg. Aber es ist mir egal. Ich bin da und das reicht mir. Mehr will ich gar nicht. Ich sollte trotzdem Medipack nehmen. Na du? Wieso ist hier die Tür zu? Wenn ich jetzt irgendwo irgendeinen Scheißschalter aktiviert hätten müssen, bevor ich hier hin konnte, dann flippe ich ein bisschen aus und weine. Nein, ach komm, Leute, wollt ihr mich verarschen? Oh nee. Das ist nicht euer Ernst. Ernsthaft? Alles klar. Hat sich ja mega gelohnt. Hallo. Ah, Alter, es ist nicht wahr. Aber manchmal ist echt. Ups. Ich dachte, ich fahre jetzt so runter und kann irgendwelche großartigen neuen Ebenen erkunden, aber nee. Toll, danke. Wirklich vielen Dank, Spiel. Vielleicht erklärt das, warum sie so dünn ist. Die Piranhas fressen einfach immer ihr Fett weg. Und sie isst einfach nichts. Sie hat zwar einen riesigen Kühlschrank mit riesigen Fleischkeulen und alles, aber ich bezweifle, dass sie die jemals gegessen hat, dass sie jemals was davon gegessen hat. Also, liebe Kinder, immer dran denken. Nichts essen und Piranhas ist das Beste. Yay. Mache ich privat auch immer. Ja. Was mache ich jetzt hier? Und wieso hältst du nicht an dem Ding fest? Nein, ach, ich bin so. Ah, es hat sogar geklappt, okay. Ich dachte jetzt, ja. Kann ich da drunter? Nein, ich. Geht's da drunter? Nee. Schade. Ui, ich konnte reinsehen. Okay, wie bekomme ich jetzt diese verfluchte Tür auf? Noch eine Wand? Natürlich.
komm, Lara. Kam ich hierher? Nee. Dann gucke ich mal. Hallo. Oh Gott. Na, oh, hör auf, meine Typen anzuzielen. Mann! Bitte schieb mich nicht an. Er macht das schon. Danke. Wieso fliegt dieses, wieso liegt dieses, nötige kleine Dinochen darum? Wahrscheinlich, weil es hier noch größere Dinge gibt. Die auch die Dinos fressen. Ist das denn ernst? Wieso lässt du einfach los? Oh, ich liebe es, wenn sie greift und dann einfach trotzdem wieder loslässt. Ohne Grund. Mann. Das ist ein Secret gewesen, ernsthaft? Das war das offensichtlichste Secret der Welt. Wahrscheinlich hätte man einen anderen Weg gehen müssen. Eigentlich. Aber es war möglich, den hier zu gehen. Also gehe ich den einfach. Wenn es möglich ist, kann es ja nicht so schlimm sein. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Aber trotzdem. Okay, ich begebe mich jetzt einfach mal nach da unten. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht so angenehm enden wird. Was seid ihr denn? Ihr seid hier süß. Ihr seid voll süß. Trotzdem seid ihr, glaube ich, nicht so nett. Ich will mal ganz kurz gucken, ob die mich anfuttern. Wahrscheinlich. Auch wenn die absolut knuffig sind. Bitte. Die tun mir nix. Oh. Hallo, ihr kleinen Knuddels. Oh, ist das süß. Süß. Oh. Ich finde, es gab so cool, also ich, dass sie mich in Ruhe lassen. Was passiert da vorne? Ist da gerade einer ertrunken? Die
Frage ist nur, warum? Wieso ist er ins Wasser gelaufen? Hat er mich etwa so gern, dass er mir folgen wollte und dann ist er gestorben? Hallo? Oh. Was habe ich getan? Oh mein Gott, nein! Wieso wusste ich das? Hallo? Na, Schnucki? Alles gut bei dir? Das ist ja super, Mann. Oh, oh. Oh Gott. Ich bin mich doch instant um. Oh, okay, ich sterbe, wenn er mich berührt. Und die ganze, meine ganze Muni an ihm verschwenden, das wäre auch nicht so cool. Wieso ist der so schnell? Gut, der hat auch ein paar längere Beine als ich, aber trotzdem. Alter, mein Leben sinkt einfach die ganze Zeit, wenn er mich berührt. So die ganze Zeit. Ja, ist ein Instakill, natürlich ist ein Instakill. Du Dreckskerl, wieso bist du ein Instakill? Nein! Ah! Lass mich in Ruhe. Na toll. Lara, lass dir Zeit. Der ist nur ein Tyrannosaurus Rex hinter dir. Gar kein Problem. Wieso stirbt er denn nicht? Ich habe meine ganze Muni jetzt an ihm verschwendet. Der lebt einfach immer noch. Geh doch weg, Alter. Ja, ich springe gleich ins Maul rein. Ist eine gute Sache. Oh, was mache ich denn hier? Kann der bitte sterben? Wie viel hält der aus? Der T-Rex scheint, war zwar der stärkste Dino der Welt, aber ich bezweifle trotzdem, dass der unsterblich gegenüber Waffen ist. Ich habe gerade ein Mini-Ding angeschossen, es tut mir leid. Können die mir helfen? Und wieso ist er jetzt tot? Hä? Er kippt einfach hinter mir um und stirbt? Ohne einen Grund? Und es hat mir nichts gebracht, ihn umzubringen. Seriously? Wow. Wow. Ich bin absolut begeistert. Danke, Welt. Absolut großartig, danke. Und wie siehst du mir daherlaufen? Oh Mann. Ey, die beißen mich an, oh mein Gott, was soll... Hä? Hä? Warum, hä? Wieso greifen die mich auf einmal an? Was habe ich denn getan? Ich habe euch gar nichts getan, lasst mich in Ruhe. Geht weg. Alles klar, ich weiß nicht, was die jetzt für ein Problem haben. Wahrscheinlich, weil deren Freund ins Wasser gelaufen ist und ertrunken ist, denken jetzt, ich bin schuld. Weil ich ihn durch seine Gedanken manipuliert habe und gesagt habe, hey, lauf ins Wasser. Ja, ja, so war das. Ja, sehr ernsthaft, warum, wieso, hä? Hier ist noch irgendwo ein Vieh. Ich glaub das nicht. Lag da sonst noch was in der Mitte rum? Ich habe für Munition gerade einen T-Rex besiegt. Für Munition. Für eine Waffe.
die ich nicht mal habe. Oder? Oder war das... Oder es hatte Gewehrmunition. Aber dennoch habe ich die direkt wieder verschwendet. Es waren zwei Schüsse. Um danach 200.000 auszuteilen. Könnten die Dinger bitte aufhören, mir ins Gesicht zu laufen? Ich möchte die nicht anschießen, auch wenn sie böse jetzt sind inzwischen. Aber es ist mir egal. Die sind nicht so schnell, deswegen... Stimmt, ich habe vergessen, dass man, wenn man gedrückt hält, nur dieses eine Ziel anzielt die ganze Zeit. Das ist natürlich praktisch. Also wenn ich es schaffe, wenn ein Gegner da ist und ein Freund, nur den Gegner anzuzielen, dann kann ich einfach gedrückt halten. Dann schießt sie auch wirklich nur den Gegner an. Das ist natürlich echt gut.